Das hier ist Katrin. Und Katrin ist glücklich. Vor ein paar Wochen hat sie ein Produkt entdeckt, das ihr Leben verändert hat. Dieses Produkt war Asia. Und seit Katrin Asia trinkt, fühlt sie sich besser als je zuvor. Sie kann klar und konzentriert denken und hat unglaublich viel Energie. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum sie lächelt. Katrin war so beeindruckt von Asia und seiner Wirkung, dass sie ihre Erfahrungen mit ihrem Kollegen Jens geteilt hat. Jens hat Asia ebenfalls ausprobiert und fantastische Ergebnisse erzielt. Und jedes Mal, wenn Jens eine neue Kiste Asia kauft, verdient Katrin eine Provision. Als Jens sah, wie Katrin sich ein Zusatzgehalt dazu verdiente, erkannte er darin sofort eine Geschäftschance. Er ging zu seiner Bekannten Susanne, eine erfahrene und erfolgreiche Unternehmerin. Susanne erklärte ihm, dass es bei der Beurteilung einer Geschäftschance auf drei Aspekte ankommt. Ist das Produkt anders und einzigartig? Bietet das Produkt dem Kunden Vorteile? Und können jene Faktoren, die das Produkt von anderen abheben, langfristig aufrechterhalten werden? Was Susanne ihm erklärte, leuchtete Jens ein und er fragte sie, ob sie ihm dabei helfen würde, das Geschäftspotenzial von Asia zu beurteilen. Susanne begann mit der ersten Frage. Ist Asia anders? Ist Asia einzigartig? Sie brachte schnell in Erfahrung, dass Asia kein exotischer Saft, kein Vitamin, kein Hautpflegeprodukt und auch nicht der neueste Wellness-Shake ist. So sehr sich Susanne auch bemühte, sie konnte kein Produkt finden, das Asia im geringsten ähnelte. Im Bereich gesundheitsfördernde Produkte stellte Asia eine komplett neue Kategorie dar. Susanne war beeindruckt und wandte sich sofort der nächsten Frage zu. Bietet Asia dem Kunden Vorteile? Hat Asia Vorzüge, die Konsumenten nirgendwo anders finden können? Susanne begann damit, Asia-Konsumenten zu befragen. Sie sprach mit Jens, sie sprach mit Katrin, sie sprach mit vielen anderen Asia-Kunden. Und jeder Einzelne hatte eine unglaubliche Geschichte zu erzählen. Asia war eindeutig ein hochwirksames Produkt. Ein Unterschied, den man spüren konnte. Doch Susanne ging noch weiter. Sie recherchierte den wissenschaftlichen Hintergrund von Asia und war verblüfft. Eine Studie nach der anderen zeigte, dass Asia eine profunde Wirkung auf die menschliche Gesundheit hat. Kein Wunder, dass Asia-Kunden derart fantastische Erfahrungen mit dem Produkt machten. Überzeugt von der Einzigartigkeit und Nützlichkeit von Asia, wandte sich Susanne schließlich der letzten Frage zu. Kann das Unternehmen hinter Asia diesen Unterschied und diesen Vorteil beibehalten? Oder wird der Erfolg des Produkts dazu führen, dass zahllose Trittbrettfahrer den Markt mit ihren eigenen Versionen überschwemmen? Sie erklärte Jens, dass dieser Punkt extrem kritisch ist. Wenn Nachahmer in den Billigläden auftauchen, kann es sein, dass Jens von seinen Kunden sitzen gelassen wird. Um die Frage zu beantworten, brachte Susanne so viel wie möglich über das Unternehmen in Erfahrung. Es stellte sich heraus, dass das Unternehmen ebenfalls Asia heißt und von drei sehr erfolgreichen Geschäftsleuten gegründet wurde. Beim Kauf und bei der Perfektionierung der Technologie zur Herstellung von Asia stellten sie sicher, dass jeder Durchbruch von Patenten geschützt wurde. Susanne wurde klar, dass Asias Stellung als Begründer einer neuen Kategorie absolut solide war. Asia war nicht nur jetzt ein einzigartiges Produkt, sondern würde dies auch noch für lange Zeit bleiben. Die Patente stellten sicher, dass niemand anderes Asia produzieren kann. Sie können sich vorstellen, wie aufgeregt Jens war, als Susanne ihm Bericht erstattete. Er hatte richtig gelegen. Asia stellte eine unglaubliche Geschäftschance dar. Ein einzigartiges Produkt, das seinen Kunden hervorragende Vorteile bot, die sie nirgendwo sonst bekommen konnten. Und dank den vielen Patenten musste sich Jens keine Sorgen machen, dass ihm die Kunden davonlaufen könnten. Die Asia-Chance war genau das, wonach Jens gesucht hatte. Doch Susannes Recherchen ergaben sogar noch aufregendere Neuigkeiten. Nicht nur das Asia-Produkt war anders, vorteilhaft und zukunftsfähig, das Unternehmen ebenfalls. Susanne erklärte Jens, dass Asia, eine Network-Marketing-Firma, von drei Geschäftsleuten gegründet worden war, die vorher nie etwas mit Network-Marketing zu tun hatten. Einer war Mitte 40 aus der Telekommunikationsbranche ausgestiegen. Der zweite hatte eine große Karriere in Finanzen hinter sich gelassen. Und der dritte war zuvor als Vizepräsident im Bereich Strategie bei Kraft tätig. Die Tatsache, dass diese drei extrem erfolgreichen Geschäftsleute Network-Marketing als Vertriebsmodell ausgewählt hatten, machte die Firma einmalig. Jens spürte, wie aufgeregt Susanne war, als sie über das Engagement der Asia-Gründer im Hinblick auf die individuelle Entwicklung ihrer unabhängigen Berater sprach. Susanne hatte so etwas noch nie gesehen.
Was für ein Vorteil für diejenigen, die sich dem Unternehmen anschlossen. Und Susanne, die erfahrene Unternehmerin, war besonders beeindruckt von dem soliden und strategischen Ansatz, mit dem Assias Gründer das Wachstum und den globalen Ausbau des Unternehmens planten. Dieses Unternehmen wurde für die Zukunft gebaut. Als Susanne mit ihren Ausführungen fertig war, war Jens überzeugt. Er kontaktierte Katrin, die ihm half, sich zu registrieren und sein eigenes Assier-Geschäft aufzubauen. Und wen warb Jens gleich an seinem ersten Tag an? Richtig, Susanne. Ihrer Meinung nach ist es die klügste Entscheidung, die sie je getroffen hat. Jens, Katrin und Susanne warben schon bald viele weitere Berater an. Was nicht schwer war, denn Produkt, Unternehmen und Gelegenheit sprechen für sich. Ihr Assier-Team setzt sich aus den unterschiedlichsten Beratertypen zusammen. Diejenigen, die nur ein paar hundert Euro extra dazu verdienen wollen. Diejenigen, die mehr arbeiten und ein gutes Einkommen verdienen. Und schließlich diejenigen, die finanzielle Freiheit und Vermögensaufbau genießen. Es ist wirklich für jeden etwas dabei. Was ist für Sie das Richtige? Teilzeit? Vollzeit? Oder wollen Sie ganz hoch hinaus? Assia hilft Ihnen, genau das zu erreichen, was Sie sich wünschen. Sprechen Sie einfach mit der Person, die diese Präsentation mit Ihnen geteilt hat. Sie kann Ihnen zeigen, wie einfach es ist, mit Assia Ihre Ziele zu verwirklichen.